Blick auf den See ist mega. Schön, sehr schön. Schönen guten Morgen. Heute sind wir auf dem Weg. Wohin? Zum Ledrosee. Und was erwartet uns da? Eine Gruppe mit 40 Mann, die lustig sind, haben sie gesagt. Ja, und eine gute Tour, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und wie ist das zustande gekommen? Hat uns angeschrieben über den Blog. Also falls jemand mit uns fahren wollt, tut das. Schreibt einfach mal. Aber ihr müsst die Tour raussuchen. Weil die Ponale rauf ist einfach immer ein Highlight. Diesmal aber nur ganz, ganz kurz, weil heute geht es ja oben am Lago di Ledro auf Tour. Und damit war es das schon vom Gardasee. Wir haben noch Salami und Käse. Nee, es ist 10 nach 10. Nico wird es nie lernen mit dem pünktlich. Wir sind in time. Aber unsere Brotzeit ist schuld und die war sau gut. Am liebsten hätte ich gleich noch einen Nachtisch genommen. Schaut mal, wie geil blau der See ist. Das ist jetzt der Fabian. Der ist es. Hi. Hi Petra. Wo fahren wir hin? Online. Ja, wo fahren wir hin? Wir fahren auf den Nino Pernici. Wir nennen es auch liebevoll Nudelhütte. Das wird die heutige Männertagstour. Mit, keine Ahnung, 40 Leuten sind alle vor uns jetzt. Es wird lustig. Das ist gut, weil warten tue ich eh nicht gern. Die kriegen wir schon wieder. Das ist der Meininger Mountainbike Club. Wir dürfen vorstellen. Kann man uns auch hören? Größter Respekt, dass ihr pünktlich losgekommen seid. Hammer. Sie können nämlich auch feiern, das sehen wir dann später. Auf jeden Fall, heute Abend noch. Heute passiert noch ganz viel, glaube ich. Aber geil, weil Biken und Feiern, ja. Nicht nur eins von beiden. Hammer. Aber wir können das immer beides verbinden. Wir kriegen immer gar keinen Satz. Schaut mal, jetzt sehen wir wieder das Gebirge im Hintergrund. Mega gut. Hoffen wir, das Wetter hält heute, weil es ist ganz schön warm und es wolkt natürlich schon wieder auf. Aber bisher ist es mega gut. Nico mutmaßt gerade, ob wir schon die Hälfte haben. Ich hoffe. Ich habe Lust auf Trail. Ja, wir fahren jetzt diesmal von der Seite vom Lago di Ledro Richtung Bocca di Tra drauf. Das kennen wir noch nicht. Bisher richtig angenehm. Ein bisschen flacher als die andere Richtung. Und von dem her echt klasse. Mittlerweile sind wir auf der Schotterstraße unterwegs. Und der Ausblick wird besser und besser. Noch so ungefähr 250 Höhenmeter bis zur Alm. Da gibt es ein mega Nüdelchen, habe ich gehört. Hallo, Olio. Ja, vielleicht gibt es auch andere, mal schauen. Und dann, ja, Hunger und so. Und dann geht's ab in den Trail. Weißt du, wie der Gipfel heißt? Wir haben übrigens eine neue App genannt bekommen. Mappy.cz. Und die ist gratis und hat komplett die Karte drin. Also es klingt super. Wie heißt das? Masadi? Ikea. Vielleicht kann man das sogar sehen. Ah, Masadi Ikea. Oh, ich sehe nur noch Essen. Jetzt haben wir wieder den kleinen E-Bike-Vorteil. Weil hier ist jetzt schon wieder ganz schön unwegsam und ja, das ist halt echt ein klarer Vorteil. Ja, und das Rutschige ist es auch. Im letzten Video habe ich es ja schon erzählt, ich habe hier die Aufnahme abgerissen und jetzt ist endgültig abgerissen. Aber mittlerweile habe ich das neue Teil schon bekommen, habe ich gleich bestellt gehabt letztes Mal. Und jetzt wird es einfach repariert. Voll gut. Die Reparatur bei bester Aussicht. So, jetzt sitzen wir wieder drauf. Da vorne ist die Hütte. Rifugio Bocca di Tra. Meininger Mountainbike Club. Grüß ganz Deutschland. Juhu. Rifugio Bocca di Tra. Oha. Und treffen bergauf. Uiuiui. Hütte mit super Aussicht. Mega schön. Ja, das sind jetzt auch schon die Nüdelchen. Wir sind nicht alle gleichzeitig hergekommen, deswegen hat noch nicht jeder. Aber die Portionen sind mega. Schmeckt? Ja, super. Schmeckt? Sogar schmeckt. Prost. 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 Mir schmeckt es. Oh, jetzt aber. Jetzt kommen sie alle daher. Prost. Allein trinken ist auch blöd, gell? Nur ein Schwein. Da muss ich hier lang. Ja, und teilweise ist jetzt einfach zu steil zum Fahren. Aber trotzdem ist es eine coole Querung. Und der Trail rückt näher. Das ist der Blick in die andere Richtung. Schnell unterstellen.
Jetzt regnet es gerade, was so runterkommen kann. Und man kann sich nicht unterstellen, das ist leider zu. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ach ja. Nach genauerem Hinschauen, es ist doch offen. Ja, wer kommt denn da? Da aufgehört zu regnen. Ja, wundervoll. Dann sind wir noch bereit für den Downhill, hä? Schön, sehr schön. Und wie lange fahren wir schon? 12 Jahre. Wie lange? Fünf. Yeah.
Und das ist das Zelt. Ja, das ist Chabba the Hut. Schau rein, okay? Schau rein. Ja. Wie viel Bier ist da auf der linken Seite? Das ist leer, das volle steht noch drin. Wow. Okay. Hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Wow, wow, wow. So, Petra, was stellst du uns heute für ein neues Fahrrad vor? Was stellst du uns für ein neues Fahrrad vor? Mein Steppenwolf. Das neue Steppenwolf Drehbike. Wir wollen einen Wheelie sehen. Wir haben noch Akku übrig, deswegen müssen wir noch was fahren. Natürlich. Wo fahren wir hin? Wir haben nicht nur Akku übrig, wir haben auch noch Tag übrig. Wir fahren jetzt auf die Bocca Fortini. Und von da gucken wir mal, welchen Trail wir uns aussuchen. Vielleicht was Neues. Ja. Spannend. Oh, oh. So viel Tag haben wir nämlich dann doch nicht mehr übrig. Könnte echt spannend werden. Naja, wir haben ja Licht. Ha, wir haben sogar noch mal Sonne abbekommen. Der Herr ist schuld, dass wir noch mal unterwegs sind. Sorry, aber es ist leider geil. Wohl wahr. Hey, jetzt gibt es nur noch ein Gas. Vollgas. Es regnet jetzt leicht und die Sonne scheint. Immer abgeschleppt werden beim E-Bike. Fehler 501. Also diesmal ist der Akku nicht leer. Für uns geht es jetzt zurück nach Riva. Die wohnen ja am Ledrosee, deswegen müssen wir jetzt schon Tschüss sagen. Und ich muss jetzt ohne Akku wieder 300 Meter dann auf. Du schiebst mich. Ich liebe mich. Wir schieben uns. Das war der Hammer. Noch mal eine Abendrunde gestartet. Danke für den coolen Trail, Jungs. Gerne. Dankeschön. Hat uns riesig Spaß gemacht mit euch. Bis morgen. Bis morgen. Da gibt's Essen zusammen. Ciao. Ciao. Tschüss.